Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Wir tauchen jetzt in die Stufe 4 ein. Und für die Stufe 4 brauchen wir natürlich auch einen Stufe 4er Wagen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen. Was bauen wir uns? Ein Bugatti Veyron 16,4, ein Koenigsegg CCX, ein Lamborghini Reventon. Schickes Auto. Ein Lexus LFA Concept. Auch nettes Auto. McLaren F1. Wir gucken uns einmal die Autos alle an. Sieht alt aus. Nein. Ein Mercedes-Benz. Ein Pagani Zonda sind wir ja schon gefahren. Allerdings kein Zonda F, sondern Zonda R. Porsche Carrera GT hatten wir auch schon mal. Ja. Ich habe gerade spontan mir gedacht, ich habe richtig Bock auf einen Koenigsegg CCX. Keins von den Autos kann man mit Nitro und Werkstuning ausrüsten und keins von den Autos kann driften. Das heißt, wir kaufen jetzt diesen schönen Koenigsegg CCX mit dem verfügbaren Geld. Und können es nicht upgraden, Tatsache. Wir können es aber tunen, naja. Gut, möchte ich aber erstmal nicht. Gut. Für die Farbe gut. Für Felgen, okay. Auf Vinyls habe ich keinen Bock. Das Auto bleibt genauso, wie es ist. Ist für mich überhaupt nicht mehr Need for Speed, aber ist okay. Aber wir fahren jetzt eh erstmal Herstellerwettbewerb, sehe ich gerade. Das heißt, es ist scheißegal. Auf dieser Ebene vertrauen dir die Hersteller ihre Wagen für einen Tag. Den besten... Was? Auf dieser Ebene vertrauen die besten Hersteller ihre Wagen für einen Tag den besten Fahrern der Welt an. Du musst einer der Besten sein, um dich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Also zeig, dass du mit diesen Maschinen umgehen kannst. Erstmal kaputt fahren. LFA Concept Rennen auf Willow Springs Horse. Thief Mill? Alter, gibt's noch einen längeren Namen? Stellt allen Fahrern des heutigen Rennens das LFA Concept Card zur Verfügung. Nice. Hinterradantrieb mit 552 PS, das ist jetzt gar nicht mal so enorm viel. Aber schickes Auto. Ich finde Lexus echt geil. Der RCF ist ein richtig schönes Auto. Auf den anderen komme ich gerade nicht, den ich noch gut finde. Also es gibt ein paar, die ich gut finde tatsächlich. Aber der RCF ist der geilste. Also den ich gerade im Kopf habe. Abgasanlagen Anordnung finde ich kacke. Ich hasse diesen Kurs übrigens, weil er eng ist. Und so vielen Autos komplett zum Kotzen. Verpisst euch mal bitte. Um hier eine saubere Runde zu fahren, muss ich definitiv... muss ich definitiv Erster sein. Und ich muss definitiv vom Gas gehen. Alter, was ist denn hier los? Okay. Fährt sich nicht so gut, wie ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Automatik ist seltsam, könnte sequenziell sein. Wenn ihr dazu irgendwas Näheres wisst, gerne mal in die Kommentare. Also wirklich gerne damit in die Kommentare, weil interessiert mich. Ich bin ja allgemein recht technikinteressiert, würde ich es nennen. Okay, ich habe noch 4 Autos vor mir. Okay, noch 3. Ich hatte gehofft nur noch 2, aber ja, jetzt könnten es nur noch 2 sein. Alter, kommt die Karre quer. So, jetzt sind es noch 2. Jetzt nur noch einer. Alter Schwede. War gerade leichte Konzentration, Entschuldigung.
Der hat keine Rückspiegel, sondern der hat eine Kamera in der Mittelkonsole. Das finde ich ganz cool. Alter! Nee, 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 nee! Ich muss vor denen in dieser Runde. Jetzt ist es mir nicht mehr möglich, eine saubere Runde zu fahren. Ich krieg den ja nie im Leben sauber überholt. So, das ist schön. So, und jetzt muss ich versuchen, eine saubere Runde zu fahren. Dafür halte ich jetzt auch mal meine Fresse, weil... Sonst kann ich das, glaube ich, vergessen. Hast du diese Strecke übrigens, wenn die so eng ist? Ich hoffe übrigens, dass perfekte Runde nicht hieß, dass man nicht driften darf und sowas, also nicht zu Rotes kriegen darf. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist in dem Auto echt schwer. Ich hab's nicht gekriegt, okay. Habe nicht verstanden, warum. Aber mei. Ich wollte gerade sagen, ich höre die Mucke kaum, aber ich höre sie. Gut. Ah, jetzt. Nice. Gut. Schauen wir mal, dass wir weitermachen. Das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Was gibt's denn als nächstes? Sonder F Rennen auf Road America. Fürs Rennen heute wird der Pagani Sonder F zur Verfügung gestellt. Was Sonder? Auch, 641 PS mit Hinterradantrieb. Ich mag Hinterradantrieb nicht so gerne. Auch wenn irgendwie sehr viele Leute sagen, der ganze Antrieb, wirklich Antrieb, alles. Da stelle ich mir dann immer so ein Retard vor. Das sind jetzt keine Beleidigungen an Retards. Kein Offense. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe gegen keine Antriebsart so richtig was. So jede Antriebsart hat irgendwo ihre... Ah, das ist ein handgeschaltet. So, upsie. Dann muss ich handschalten auf einmal. Okay, und der braucht enorm lange zum Schalten. Und das Auto bremst. Alter, bremst der Junge! Alter, braucht der lange zu schalten. Hört mal. Oh, leck, fährt der gut. Fährt der gut! Viel zu hart gebremst. Das ist ein Rennwagen, das merkt man schon auf jeden Fall. Und auch wenn er irgendwie nicht hoch dreht, gefühlt dreht er bis 12 oder so. Das Ding fährt auf jeden Fall richtig sick. 4 Runden, das wird lange. Ich glaube, einen 6. brauche ich hier gar nicht, ehrlich gesagt.
Also jetzt fahre ich irgendwie in den ersten fünf. Ah, wobei da kommt eine lange Gerade. Okay, vielleicht brauche ich die doch. Alter, ich muss echt langsam schalten. Junge, ist das Ding zügig unterwegs. Entschuldigung, wenn ich wenig rede, aber Alter, ich muss mich gerade echt konzentrieren, um das Ding hier nicht komplett aus dem Leben zu fetzen. Okay, da kann ich glaube ich im dritten durchfahren sogar. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Nee! Da habe ich ihn ja fast weggeworfen übrigens. Ah, der hat doch gefühlt gar keinen Drehzahlbegrenzer, gefühlt er einfach auf. Also gefühlt dreht er einfach super weich dagegen. Und ist fertig mit der Scheiße. Ah, da hätte ich nicht ganz so hart bremsen brauchen, merke ich gerade. Hallo. Komm. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was hier mein Topspeed bei den einzelnen Runden war. Fahre eine saubere Runde. Also das war 301, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Geilo Milo auf jeden Fall. Puh. Das ist echt zügig hier übrigens. Leider funktioniert meine Schaltblitzanzeige im Lenkrad nicht. Das würde mich sehr freuen. Nee, das war nicht stark genug verzögert. Ich versuche jetzt einmal gleich durchzuschalten, einfach ohne vom Gas zu gehen. Okay, das geht actually. Hört sich sogar sauberer an, als wenn ich vom Gas gehe. Alter, mit dem Ding kannst du ja aber auch einfach richtig um die Ecke nageln, ne? Okay, der geht schon im gelben Bereich, sagt der schon unten rechts rot. Okay, da war ich ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, da hatten wir auch deutlich mehr Geschwindigkeit drauf als das letzte Mal. Ja, ist gut, Auto, ist gut.
Hab dich wieder, alles klar. Ich glaube, aus dem Gas gehen macht trotzdem Sinn. Ich glaube, dass ich da eben schneller war, lag einzig und allein daran. Na, da wollte ich viel zu viel. Das kann jetzt mein Sieg gewesen sein. Ne, zum Glück nicht. Ich hatte genug Pluszeit. Okay, ja, da wollte ich viel zu viel. Hallo! Also hier wollte ich jetzt gar nicht mehr so viel eigentlich. Das ist übrigens die letzte Kurve, die wir nicht geschafft haben. Das heißt, da wir gerade dann vorbeigehustet sind, werden wir es auch nicht schaffen. Rückspiegel hat übrigens gar nicht so weite Render Distance. Sieht man daran, dass ich die eigentlich sehen müsste. Auf A, doch, jetzt sehe ich ihn. Okay, eben war nämlich Blur, glaube ich. Also eben war einfach nur so hell hinter mir. Ich glaube, der ist gar nicht so weit entfernt, aber ich sehe ihn nicht. Boah, ich muss sagen, die Kurve habe ich bis jetzt immer ganz gut genommen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich ein bisschen in den Dreck gefahren bin. Aber dennoch ganz gut gekriegt, die Scheiße. Und diese Kurve hier mit dem anschließenden Scheiß erinnert mich sehr an Dettinger Höhe, weil man da auch aus so einer langgezogenen Rechtskurve kommt und dann auch auf Start-Zielgerade fährt. Oder Richtung Start-Zielgerade. Dettinger Höhe ist ja nicht die Start-Zielgerade. Nice! Alter Schwede, ey. Das war auf jeden Fall ein schönes Rennen, muss ich ehrlich sagen. Und aufgestiegen. Was gibt's? 1 Million, na klar. Mal wieder. Okay. Scheiße, Alter, mir ist echt warm. Und ich glaube, wir hängen noch ein Rennen dran. Jetzt 2 fertig. Es kommen noch 2. Dann machen wir aber nochmal so eins, würde ich sagen, ne? Würde ich zumindest sagen. So, warte mal. Da haben wir dann eine heiße Runde auf Road America. Wir haben die Möglichkeit, den Wettkampf heute mit dem Koenigsegg CCX zu fahren. Ja, das ist das Auto, was uns sowieso jetzt gehört, nur nicht so schick. Also unseres ist nur nicht so schick. 800 und ein paar zerquetschte, da habe ich gerade gesehen. Das ist ziemlich gut. Bin gespannt, ob Schalter oder Automatik. Ich glaube, es ist ein Schalter. Bin mir überhaupt nicht sicher. Alter Schwede. Und ich fahre jetzt das übrigens, damit ich jetzt fürs nächste Video Nummer 2 von den Kackrennen habe. Noch ein paar Sekunden bis grün. Und erbietest du die 3 Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los geht's! Okay, es ist ein Anschalter, obwohl ich gerade dachte, er hat Schaltfippen. Okay, jetzt haben wir eine deutlich bessere Bremse. Oder das Ding ist einfach nur deutlich schneller. Ich glaube, das Ding ist einfach nur deutlich schneller. Guck mal, der fährt im zweiten 160. So ist die gleiche Strecke, die wir gerade eben schon gefahren sind. Aber das Ding ist, der fährt hier 300. Das ist der Zonda nicht mal im vierten Gang übrigens, ne? Oh, fuck. Ja, okay. Ganz heftig unterschätzt. Das fährt der Zonda nicht mal im sechsten. Also es fährt der Zonda gerade mal so im sechsten auf der langen Geraden. Dann bin ich mal gespannt, was das Ding hier auf der langen Geraden macht, ey. Ich würde ihn gerne mit Schaltwippen fahren. Aber wir hatten ja mal gesagt, ich fahre realistisch. Also wenn es ein Schalter ist, fahre ich einen Schalter. Wenn es eine Automatik ist, fahre ich Automatik. Es fühlt sich alles echt langsam an, aber ich glaube, das ist alles echt zügig hier. Na, drehen mag das Ding hier auch nicht. Ich bin mit dem anderen hier im 5. bzw. auch schon im 6. gefahren, aber nicht so schnell. Nicht knapp 300. Okay.
verfickte Scheiße, ist der CCX ein böses Auto. Ich bin jetzt echt hart gespannt, was dieses Auto hier gleich macht. Jetzt bin ich gespannt. Hat er gerade 320 gemacht, Junge? Ich kann deutlich schneller lang, deutlich länger schnell bleiben. Also deutlich, deutlich länger. Ich habe, glaube ich, doch unterschätzt, wie gut die Bremse von dem Ding ist. Ich glaube nicht, dass es eine Keramikbremse ist und man die erst warm bremsen muss. Oh nee, Alter, okay. Ich bin für das Stück da zu schnell. Er fährt sich sehr eigen. Ja, sehr eigen. Aber ich glaube, wenn ich das Ding jetzt hier ein bisschen fahre, bei mir, ne, ich habe ja den gleichen, nur in diesem schönen Blau, ohne Folierung, ich glaube, dann fährt das richtig, richtig gut. Guck dir mal an, wie das Ding in der Kurve, hallo, abgeht. Also das Ding geht schon böse ab in der Kurve. Okay, ich muss... Also manchmal bremst das Ding so enorm geil. Und manchmal gar nicht. Ich kann mir aber actually keine Bremspunkte und sowas merken. Nicht in so einem VR-Game. Bremst immer nach Gefühl irgendwie so ein bisschen. Ich fahre gleich auf jeden Fall mal eine Runde mit Schaltwippen. Okay, das war dieses Mal zu spät. Eben war es viel zu früh, dieses Mal war es viel zu spät. Die letzte Runde fahre ich mit Schaltwippen. Zur Not. Ich weiß, dass ich hier ein bisschen früher bremsen muss dieses Mal. Ich bin echt daran gewöhnt, dass ich mehr schalten muss in diesem Fahrzeug hier. So, alle Runden auf dieser Rennstrecke, alle Kurven auf dieser Rennstrecke gemeistert. Schön. Fisch einen tiefer. Schalt doch bitte in die 2 bei sowas. Na, wenn du mit 200 aus der Kurve rauskommst, ey. Ah ja, wir sind viel zügiger. Das ist sehr schön. Also wenn es jetzt so eine Runde gibt, fahre ich Schalter. Wippen. Das war knapp. Schön. Ich würde gerne wissen, was ich für eine Rundenzeit gefahren habe, aber man sieht ja irgendwie am Ende nie die Rundenzeit, sondern nur die Punkte und sowas.
Wo ich mir so denke, das interessiert mich alles gar nicht, was da steht. Alter Schwede, okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal machen wir die restlichen, wie heißen die denn? Ich komme gerade gar nicht drauf. Hallo, zurück. Genau, die restlichen Herstellerwettbewerber. Bis dahin, haut rein und tschüss.